Die Erwartungen waren schon recht hoch gesteckt für die ersten Aktionstage Lernen beflügelt. Vom 21. September bis 6. Oktober 2013 präsentierten sich die verschiedensten Vereine und Akteure des Landkreises Görlitz zu einem regelrechten zweiwöchigen Bildungsmarathon. Mit den Aktionstagen sollte die Vielfalt der Bildungslandschaft zwischen Bad Muskau, Görlitz und Zittau aufgezeigt werden. Während im Mai mit der Ausbildungsmesse Insider-Treff der Schwerpunkt auf Ausbildungs- und Studienangeboten liegt, steht im Herbst das Thema Bildung vor allem von frühkindlicher bis Seniorenbildung im Mittelpunkt. Insgesamt gab es 160 Angebote von 60 Akteuren, Bildungs- und Kultureinrichtungen. Beginnen wollen wir die Bildungsreise ganz im Süden des Landkreises Görlitz, an der Schkorla Oberland in Ebersbach-Neugersdorf. Dass die Eröffnungsveranstaltung von Lernen beflügelt ausgerechnet an dieser Bildungseinrichtung stattfand, hatte einen guten Grund. Die Schkorla feierte in diesen Tagen ein rundes Jubiläum. Zum einen ist es die Geburtstagsveranstaltung von 20 Jahre Schkorla. Und zum anderen ist es auch die Eröffnung der Aktionstage Lernen beflügelt. Und ich erwarte mir, dass die Menschen hier im Landkreis sich mit lebenslangem Lernen beschäftigen und dass sie die Reichhaltigkeit unseres Dreiländerecks einfach für sich auch bewusst erleben. Und mit unseren Workshops, Referaten sollen Impulse gegeben werden, es sollen Denkanstöße gegeben werden, es sollen Diskussionen passieren und es sollen sich die Menschen begegnen, miteinander reden und ins Austausch gehen. Und das ist eigentlich meine Erwartung für den heutigen Tag. An der Schkorla drehte sich alles um das Thema glückliches Lernen. Angeboten wurden verschiedene Sprachkurse von Englisch bis Tschechisch. Einem völlig neuen Ansatzpunkt in der Erziehung und Förderung von Kindern widmete sich das Angebot STEP, ein Training für Eltern und Pädagogen. Abgerundet wurde das Angebot von Yogakursen für Kinder und Vorträgen über heimische Wölfe. Lernen einer Schkorla versteht sich als ganzheitliche Bildung, ein bunter Farbtupfer in der Bildungslandschaft und eine Bereicherung für Lehrende und Lernende. Also ich denke, dass wir eine bunte Vielfalt schaffen im Landkreis. Also die Schkorla ist es so, dass wir Aspekte in den Landkreis hineinbringen wie Nachbarschaft und Sprache, indem wir mit polnischen und tschechischen Kindern zusammenarbeiten. Wir inkludieren Schüler, wir haben das Thema Nachhaltigkeit, Umwelt auf dem Programm und ich glaube, dass wir durch unser Konzept einfach eine Bereicherung für den Landkreis Görlitz sind. Keine Zaubertricks, sondern Vorträge zur Förderung und Forderung an eine inklusive Pädagogik sollten Teilnehmer sensibilisieren, die Bildungschancen eines jeden Kindes, auch mit Behinderungen, zu erkennen und zu stärken. Erkenntnisse, die bereits beim ersten Schkorla Bildungskongress gewonnen und umgesetzt werden konnten. Höhepunkt des Tages, das gemeinsame Zubereiten einer gesunden Frühstücksmahlzeit für Schüler. Die Teilnehmer erfuhren unter Anleitung von Kerstin Mekan, wie Schüler, aber auch Erwachsene gesund in den Tag starten können. Aufmerksamer Zuhörer war dabei auch Dr. Andreas Kunze, Geschäftsführer der Marktfrisch Rothenburg GmbH. Der heimische Fruchtgroßhändler unterstützte die Schkorla bereits in der Vergangenheit mit frischen, gesunden Lebensmitteln aus der Region. Zufrieden war auch Jana Lübeck, Projektbearbeiterin Bildungsmarketing. Sie stimmte das Interesse der Besucher an den ersten Aktionstagen Lernen beflügelt sehr optimistisch. Schließlich hatten die Organisatoren von der Pontis-Agentur viel Zeit und Arbeit in die Umsetzung dieses großen Bildungsevents gesteckt. Ich denke, wir haben einen guten Start hingelegt. Hier beim Bildungskongress gestern Abend war die Eröffnung und heute haben wir hier die lebende Bibliothek als Aktion. Die lebende Bibliothek lädt Menschen ein, Grenzerfahrungen zu begegnen. Wie zum Beispiel verbindet Musik die Menschen an der Grenze zwischen Deutschland und Tschechien. Und man hat eben diese Vorurteile, Afrikaner, Krieg, Armut und so weiter und Hungersnote. Ich wünsche mir, dass es eben, weil es das Thema Grenzübergänger ist, also darum geht, dass die Menschen ein Stück über die Grenze gehen können, auf beide Seiten. Grenzberührung haben wir in unserer Tätigkeit immer wieder, weil einfach die Arbeit mit schwerkranken Sterbenden insofern für manche schon Grenzgebiet ist, die einfach dann Hemmung haben, da
einfach drüber zu sprechen. Und ich denke, bei so einem Tag, wo es offen ist, ist dann einfach auch die Möglichkeit da, unsere Arbeit, unsere Tätigkeit ein Stück kennenzulernen, um die Ängste da einfach ein Stück abzubauen. Ungefähr 20 kleine Farbtupfer aus der Kita Schlumpfenland in Deschka wuselten am Vormittag des 26. September aufgeregt in Richtung Brücke. Die kleinen Schlümpfe wollten sich mit ihren Spielgefährten aus der Kita Nummer 1 aus Pirnsk treffen. Und wenn man gute Freunde trifft, begrüßt man sie am besten musikalisch. Mit dem gemeinsamen Lied der jeweiligen Nachbarsprache zeigten die Kinder, wie gut sie die anderen schon verstehen. Außerdem hatten die Knirpse Bilder gemalt und gebastelt, die sie gemeinsam mit ihren Erzieherinnen an der Brücke befestigten. Seit mehreren Jahren arbeiten Kita-Leiterin Silvia Konrad und die Direktorin des Kindergartens Nummer 1 in Pirnsk, Ivona Saprück, schon zusammen und vermitteln den Jüngsten damit die Sprache des Nachbarn. An diesem 26. September konnte auch ein kleines Jubiläum in der Zusammenarbeit beider Kindereinrichtungen gefeiert werden. Ich habe festgestellt, dass wir dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum haben. Wir haben vor 10 Jahren unseren Partnerschaftsvertrag unterschrieben mit dem Kindergarten Jens. Und ich freue mich, dass wir schon so lange zusammenarbeiten. Oczywiście jest to jakaś zawsze inna forma współpracy. Dzieci się bardzo cieszą, że mogą tu przychodzić. Byliśmy w przedszkolu w Deszce już parę razy, prawda? Także zawsze się nawzajem zapraszamy. Die Kinder freuen sich, dass sie können hier in Deszka fahren und mit polnischen Kindern zusammenspielen. Freundschaften entstehen nicht nur zwischen den Kindern, auch die beiden Leiterinnen sind sehr gut miteinander befreundet. Dies macht die Zusammenarbeit unkompliziert und baut Brücken, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich freue mich immer, wenn ich die Kollegen und die Kinder aus Pirnsk treffe, weil es ist eine sehr angenehme Art und Weise, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und ich hoffe natürlich, dass viele Leute an der Brücke stehen bleiben, sich die Bilder der Kinder anschauen und dabei eigentlich die Sprache mal lernen. Wir wünschen uns viele gemeinsame Veranstaltungen und dass eigentlich unsere Arbeit, die wir mit den kleineren Kindern beginnen, Früchte trägt, dass gemeinsam Deutsch-Polnisch kein Fremdwort ist, sondern dass es in Zukunft mehr gelebt wird. Die Aktion zum Tag der Nachbarsprachen bot vielfältige Aktionen rund um die Sprachen in deutschen, polnischen und tschechischen Kindereinrichtungen. Gleichzeitig wurde an diesem Tag jemand Besonderes gefeiert. Trilingo, das Drachenmaskottchen der Nachbarsprachentour. Der Verein Trilingo e.V. wurde im Bundeswettbewerb Bildungsideen Deutschland ausgezeichnet. Die Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren brauchten aber nicht erst einen so offiziellen Anlass, um gemeinsam mit ihren Freunden zu toben. Für sie ist es immer ein besonders schönes Ereignis, gemeinsam zu spielen und dabei voneinander zu lernen. Aber wenn der Drache Trilingo schon so groß gefeiert wird, dann waren auch die Knirpse mit Eifer dabei und genossen sichtlich die mitgebrachten bunten Geburtstagskuchen. Völlig unbefangen entdeckten die Kinder ihre Welt und die ihrer gleichaltrigen Freunde, dies und jenseits der Neiße. Ein Fluss, der beide Gemeinden inzwischen mehr verbindet als trennt. Hilf deine Idee auf die Sprünge, so lautete das Motto bei Flexiuma, dem flexiblen Jugendmanagement im Landkreis Görlitz. Dabei werden junge Ideen auf dem Weg zum erfolgreichen Projekt unterstützt. Viele solcher Ideen werden im Jugendzentrum Holz in Niesky umgesetzt. Dazu gehört auch diese ganz besondere Drucktechnik für T-Shirts. Das Stencil, also Stencil-Druck, wie es auch heißt, basiert auf Schablonen, die wir selbst ausschneiden aus Folie, was wir hier vorbereitet haben. Das kann man aber auch zu Hause alleine machen. Und diese Art des Drucks gehört zum Do-it-yourself. Das heißt, Sachen selbst machen. Also nicht in den Laden gehen, einen vorgedruckten Aufdruck drauf haben, sondern sich den selbst aussuchen, sich die Farben selbst aussuchen und sowas Individuelles für sich herstellen. Und nebenbei eben noch lernen,
wie ich die Farbe auftrage, welche Farbe ich verwende, was alles zu beachten ist. Für die Teilnehmer galt es, T-Shirt-Farbe und passende Größe auswählen und dann konnte es mit dem kreativen Gestalten auch schon losgehen. Fantasie und Fingerspitzengefühl waren gefragt, um mittels Pinsel, Farbe und Schwämmchen ganz individuelle T-Shirts entstehen zu lassen. Die kleinen Künstlerinnen und Künstler wie die 10-jährige Kimberley kommen gern ins Niskia Jugendzentrum und haben sichtlich Spaß an ihrer kreativen Tätigkeit. Haben Sie schon was gelernt dabei? Ja, dass man also hochnehmen muss, nie weiterziehen darf. Nicht nur die Kinder und Jugendlichen, die hier einen großen Teil ihrer Freizeit verbringen, schätzen ihr Jugendzentrum Holz. Auch Sozialpädagogin Antje Krausche ist fasziniert von ihrer Arbeit. Mich fasziniert, dass Jugendliche bei uns im Alter 10 bis 16 aus freien Stücken zu uns kommen, in einen Raum, wo wir als Erwachsene da sind und vermutlich auch deswegen, weil wir da sind, weil sie in uns immer einen Ansprechpartner haben, wir mit ihnen durch kleine und große Tiefen gehen. Die Freizeitangebote des Jugendzentrums des Jugendring Oberlausitz e.V. sind Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche aus Niesky und Umgebung. Unser großer Schwerpunkt ist der offene Treff, Montag bis Freitag, 15 bis 19 Uhr. Und da können alle Jugendlichen ab 10 Jahren kommen und sich hier beschäftigen mit elektronischen Spielen, Playstation, mit dem Internet, aber auch mit Brettspielen, mit Kartenspielen, mit Billard, Dart, können unsere Musikinstrumente benutzen und sich mit Freunden treffen, Freunde überhaupt kennenlernen hier oder sie einfach mit uns unterhalten. Lernen beflügelt und das sicherlich auch in Zukunft mit ganz praktischen Angeboten im offenen Treff für Kinder und Jugendliche im ländlichen Raum. Kreativ sein und die Sprache des Nachbarn erlernen, das macht nicht nur Kindern, sondern auch Erwachsenen Spaß. Beim Tandem, dem deutsch-polnischen Begegnungsabend im Jakob-Böhme-Haus in Skorzelec, kamen die Teilnehmer völlig ungezwungen miteinander ins Gespräch. Während sich einige schon seit längerem mit der Nachbarsprache beschäftigen, war es für andere an diesem Abend die erste Begegnung mit der polnischen oder deutschen Sprache. Ja, ich bin heute eigentlich das erste Mal hier. Wir haben das Thema Sport und müssen hier diese kleinen Zettelchen, einige sind auf Deutsch, einige auf Polnisch, sortieren und uns möglichst darüber unterhalten. Seit wann treffen Sie sich hier? Oh, schon mehrere Jahre. Viele Jahre. Mehrere Jahre schon. Ich bin heute das erste Mal hier. Aber ich habe Praktikum, 20 Jahre Kontakte mit Freude in Görlitz. Das ist meine Schulung. Thema ist Geschenke Botschaft. Sport? Sport im Leben. Wie ist die Verständigung? Alles okay, ja? Ja, wir verstehen uns. Das ist sehr, sehr angenehmen Mann und Kumpel. Ja. Ja, ist der pierwszy raz. Ich bin auch zum ersten Mal hier, aber nicht um die Sprache zu lernen, sondern aus Neugierde auf die Menschen. Bei kleineren Verständigungsschwierigkeiten halfen ein Lächeln oder die freundliche Unterstützung der Organisatoren von der Volkshochschule Görlitz. Sie hatten das Projekt initiiert und koordiniert. Die ganze Idee ist vor circa 4 bis 5 Jahren entstanden. Es macht für uns wirklich richtig viel Spaß, den Leuten eine Möglichkeit zu geben, sich gegenseitig kennenzulernen. Also natürlich das Kennenlernen steht also hier auch ganz groß im Mittelpunkt. Und ja, vielleicht sogar immer neue Leute dazu zu animieren, das Nachbarland kennenzulernen. Ich war früher ein Teilnehmer von diesem Kurs und das ist mein erstes Mal hier als Organisation, Koordinatorin dieser Kurs. Also es ist schon mit ein Konzept, dass man sich sozusagen erstmal kennenlernt und dann so ein Vertrauen aufbaut, miteinander aufbaut und dann natürlich noch andere Aktivitäten durchführt. Also wir haben unter anderem dann auch Stadtführungen oder zum Beispiel Ausflüge in unsere Region durchgeführt und denke, das macht den Teilnehmern auch sehr viel Spaß.
Die Stimmung an diesem Begegnungsabend war jedenfalls hörbar sehr gut. Michael Zimmermann und Kasia Patschatek waren begeistert von ihren Kursteilnehmern. Sprachen lernen jenseits der Klassenzimmeratmosphäre. Vielleicht ist gerade das Geheimnis des Erfolgs beim Tandem-Begegnungsabend. Das einmalige Flair und die gemeinsame Zukunft der Europastadt Görlitz-Gorjelitz sind dafür geradezu inspirierend. Mit einem Empfang der Schirmherrenlandrat Bernd Lange am Görlitzer Haus des Gerd-Hauptmann-Theaters Görlitz-Zittau am 5. Oktober sind die ersten Aktionstage Lernen beflügelt des Landkreises Görlitz zum Abschluss gebracht worden. Stellvertretend für den Landrat überbrachte die Leiterin des Schul- und Sportamtes des Landkreises Görlitz, Marlies Wiedmer-Hüchelheim, Grußworte und dankte allen teilnehmenden Einrichtungen für ihr Engagement. Auch 2014 sollen wieder Aktionstage im Landkreis Görlitz stattfinden. Ein erstes Fazit zog Pointes-Agentur-Mitarbeiterin Jana Lübeck. Sie unterstrich, dass es gelungen sei, unterschiedliche Veranstaltungen zu bündeln und die verschiedenen Akteure gemeinsam zu präsentieren. Also für uns war es als kleiner Verein eine tolle Veranstaltung, sichtbar zu werden im Landkreis, weil wir haben selber wenig Mittel überhaupt ins Marketing, Plakate etc. zu investieren. Also von der Warte war es sehr gut. Das nächste Projekt wird der Zirkusladen, der wieder ab Oktober bis Mai voraussichtlich läuft, wo wir Kindern und Jugendlichen aus Görlitz und Skorzelitz Zirkusangebote präsentieren. Wir wollten mit den Aktionstagen probieren, einfach noch sichtbarer zu werden und für alle die, die uns bis jetzt noch nicht entdeckt haben, dass die uns jetzt entdecken. Bildung ist ein wichtiger Standortfaktor. Fachkräftegewinnung trägt entscheidend zur Attraktivität einer Region bei. Ein fernöstliches Sprichwort drückt es ähnlich aus. Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Hört man damit auf, treibt man zurück. Es beschreibt wohl am besten das Streben des Menschen, ein Leben lang neugierig auf Bildung und Wissen zu sein.